Das ist also hier, was sehr, sehr wichtig ist, du musst dich selbst beobachten und du musst dir klar machen, bei der Selbstbeobachtung deines Wertesystems, wie einseitig du noch bist. Ich will das mal aufbauen bei den schönen Satz mit der Kritik. Kritik sagt nichts aus über das, was kritisiert wird, sondern immer über das einseitige Ideal, das als Vergleichsmaßstab herangezogen wird. Und darum ist es unheimlich wichtig, dass man jetzt die schon zigfach angesprochenen 16 Seiten, die ja dann nochmal 32 Seiten waren, dass man das Prinzip verstanden hat. Das gilt nämlich auch für das Kritisieren. Das heißt, wir machen mal ein ganz einfaches Gedankenexperiment. Und du wirst merken, jetzt kommt wirklich wieder was Neues, was du nicht bedacht hast. Das Neue besteht darin, dass ich zuerst einmal sage, angenommen, wir nennen das mal ganz abstrakt, du hast eine rechte Einstellung. Und du bewertest eine linke Einstellung, die in dir auftaucht. Sieh das Wort rechts und links einfach mal ganz neutral als zwei Seiten, Henkel rechts und Henkel links an der Tasse. Wenn du eine rechte Einstellung hast, wirst du mit zwei Definitionen von dir selbst konfrontiert, mit zwanghaften Wertungen. Das heißt, sobald der Linke irgendwas behauptet, wirst du das negativ und falsch betrachten. Und sobald der Linke was positiv sieht, wie gesagt, siehst du das negativ, und wenn er was negativ sieht, ist praktisch deine Meinung, siehst du das positiv. Umgekehrt genauso, hast du eine linke Einstellung in dir und du hörst einen mit einer rechten Einstellung zu, drehst du jedes Mal alles, was der positiv sieht, siehst du dann wieder negativ, und was der negativ sieht, siehst du positiv. Das sind die vier Seiten, die wir zuerst einmal haben. Wir können jetzt genau sagen, das ist wie das Spiel mit der Tasse, der eine sagt, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Das ist die klassische Kritik. Das heißt, wenn du resonierst, wenn du jetzt im Internet surfst, immer daran denken, du träumst jetzt, die Bilder kommen aus dir. Du musst dich beobachten, mit welchen Aussagen, wenn du auf Videos klickst, du positiv resonierst und mit welchen Aufnahmen du negativ resonierst. Das ist das große Spiel der Kritik. Aber wo zwei Seiten sind, ist auch zuerst einmal eine dritte Seite, nämlich die Mitte. Das heißt, Kritik heißt ja zuerst einmal bewerten. Du wirst feststellen, wenn du was bewertest, schwingt in dir immer ein nur positiver oder nur negativer Charakter mit. Du kannst durchaus aus was kritisieren, wenn du ich bist. Ich UB. Ich kritisiere, ich bewerte auch Sachen, ich bewerte die Einseitigkeiten, die ich mir bewusst mache, aber ich bin dabei vollkommen neutral. Wie macht sich das bemerkbar? Das ist immer ein Hinweisen. Wenn ich jetzt auf irgendwas hinweise, dass ich sage, lang nicht auf eine heiße Herdplatte, das wäre jetzt im klassischen Sinn, du tust dir bitterböse weh, das ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Und dasselbe mache ich jetzt, indem ich deine Handlungsweisen bewerte und ich sage dir, wenn du so weitermachst, wirst du dich in ein absolutes Chaos hineinmanövrieren. Du musst vollkommen loslassen. Es ist sehr wichtig. Dazu musst du in die höhere geistige Ebene kommen, wo du dich ja immer befindest, sondern bewusst. Dass ich nur sage, der Trick besteht darin, dass du Sachen beobachtest, ohne irgendeine Wertung als Beobachter abzugeben. Das ist der eigentliche Bereich, wo du wirklich geistreich lernst. Solange du noch wertest und filterst, bleibst du immer in der unteren Ebene, du sperrst dich immer in dein Denksystem ein. Dir muss das einmal klar sein, diese Sache, ich betone immer wieder, ich erkläre dir, was du bist. Du bist der, der sich alles ausdenkt. Für dich existiert hundertprozentig sicher immer nur das, was du jetzt als Information vorliegen hast, wobei das keine entscheidende Rolle spielt. Ich will jetzt auf diese Wörter nicht eingehen, es spielt prinzipiell immer eine Rolle, aber bei einer Rolle siehst du immer bloß das, was auftaucht, und du siehst die Gegenseite nicht, die zwangsläufig da sein muss. Das begriffen zu haben, dass dir das logisch erscheint, ist noch lange nicht, dass du es verstanden hast. Und jetzt greife ich einmal auf Kleinigkeiten zurück in einem Spiel. Und zwar gehe ich jetzt wieder auf den Weißenbuch-Vortrag ein. Und jetzt bitte genau zuhören. Ich mache jetzt was vollkommen Neues, obwohl du das vielleicht jetzt das erste Mal hörst oder schon 10 Mal, 20 Mal gehört hast. Ich lege jetzt noch mal eine Schippe drauf und dann schauen wir uns die Wörter genauer an. Und zwar sage ich, du denkst dir jetzt Folgendes aus: einen Saal mit 201 Personen. Das heißt, jetzt sind 201 Personen in deinem Kopf, ganz grob, sagst du mal nur die Worte, immer dran denken, wenn du Worte sprichst, wenn du Worte hörst, machst du nicht unbedingt Bilder draus, du könntest dir das jetzt bildlich einigermaßen vorstellen, von oben gesehen.
Und die sind folgendermaßen eingeteilt. Einer steht auf der Bühne, das nennen wir den ersten. Und 200 sitzen ganz normal in einem Saal auf Stühlen vor den da. Okay? Das ist jetzt, du kannst jetzt diese Personen, die du dir ausdenkst, sind eigentlich Perspektiven. Und jetzt ganz grob gedacht, kannst du dich in die einzelnen Köpfe hineindenken. Ich sage mal immer, jeder Kopf ist wie eine Kiste, die nur entsteht, wenn du sie denkst. Und in einer Kiste, die du dir denkst, ist nur das drin, was du dir in die Kiste hineindenkst. Gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein, habe ich zigfach gesagt, aber wir machen jetzt einmal, dass wir diese Kisten, diese Masken, wir schauen jetzt aus den Augen der Masken raus und du weißt jetzt genau, ganz grob, wenn du dich hineinbegibst in den Kopf des Ersten, der auf der Bühne steht und du schaust aus seinen Augen heraus, das haben wir zigfach erklärt, dann schaust du in 200 Personengesichter vor dir. Dann sind jetzt, sagen wir mal, ca. 20 Mann da. Wenn du dich in diese 20 Köpfe hineindenkst, siehst du nur ein allereinziges Gesicht. Das sind die, die in der ersten Reihe sitzen. Und umso weiter du nach hinten gehst, die haben dann Hinterköpfe und Gesichter, und nur ein Gesicht. Das Spiel habe ich angesprochen. Was hier dabei wichtig ist, bist du. Weil all diese Personen und die ganzen Sichtweisen existieren nicht, wenn du sie nicht denkst. Und jetzt kommt was ganz was Interessantes, und zwar geht es mir um die Mehrwelten. Wenn ich sage, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum, dann bezieht sich das Wort Mensch eigentlich immer auf einen und denselben Geist. Das bist du. Du bist der, der sich das ausdenkt. Jeden Protagonisten, den du dir jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Das Zerreißen beginnt in dem Moment, wo du parteiisch wirst. Du schlachtest dich in einer gewissen Art und Weise selber, und ich werde dir jetzt zeigen, wie das in dem Beispiel drin ist. Bei meinem Beispiel sage ich dann immer noch weiter. Und in dem Moment, wo der Erste, den lassen wir jetzt mal folgende Worte sprechen, das denken wir uns jetzt aus, der sagt ganz einfach: Schließe mal deine Augen. Jetzt ist es hochinteressant. Ich weise dann darauf hin, dass wenn man auf diese Worte reagiert, ist schon zwanghaft dort, dass in dem Moment, wo du die Worte hörst, schließe mal deine Augen, denkst du an einen ganz bestimmten Körper. Und damit gehst du schon in die Vergessenheit. Das heißt, in dem Moment ist nur für den einen Geist, der vor dem Bücherregal steht, sobald er diese Worte hört, fällt er schon in ein Leben hinein, in ein Buch hinein und macht bei dem Körper, der er aktuell zu sein soll, die Augen zu. Jetzt kann ich sagen, das passiert bei alle 200 Mann. Jetzt denken wir uns ja schon wieder, was jetzt, wo wir es denken, ist es so. Aber in dem Moment, wo du ein blaues Ich, ein Ego in dir laufen hast, wirst du nur an deinen jetzigen Körper denken und damit existieren alle anderen Körper nicht mehr. Es ist ein Unterschied, ob du immer absolut bewusst der bist, der sich alles und alle ausdenkt, oder ob du durch gewisse Worte wieder schlagartig in deinen eigenen Kopf hineinkatapultiert wirst, mit schließe mal deinen Augen in den Kopf, der du sagst, das bin ich, das ist der Kopf meines Körpers. Und jetzt wird es interessant, dann sage ich, und jetzt denke mal an deine Küche. Denk dir, du stehst jetzt in der Küche und schaust den Kühlschrank an. Wenn ich drüber bleibe im Bewusstsein, ist mir klar, dass ich jetzt in 200 verschiedenen Köpfen 200 verschiedene Küche auftauchen. Ich sage dann immer noch dazu, außer in dem Saal, den wir uns jetzt ausdenken, sitzen Ehepaare oder Eltern mit Kindern, die im selben Haushalt sind, die denken dann sind in einigen Köpfen dieselben Küchen. Das erlebt, dieses Wissen hat aber nur der, der sich die ganzen Köpfe ausdenkt. Wenn wir jetzt noch eins drüber gehen, der sich jetzt als Einzelperson sieht, für den ist nur seine einzelne Küche da. Darum sage ich, wenn du träumst, wenn Menschen träumen und das Wort Menschen, Enoshot, bezieht sich auf blaue X, erzeugt jedes blaue Ich seinen eigenen Traum. Erlebt werden aber diese Bilder nur von dem Geist, der mehr oder weniger in der Vergessenheit ist. Und jetzt komme ich ganz, ganz kurz, jetzt muss ich das Bild übertragen mit der Küche. Das ist nämlich jetzt sehr relevant. Ich denke mir ja sehr, sehr viel, wenn ich was sage. Ich sage, ich hätte jetzt auch sagen, denk an dein Wohnzimmer. Das ist natürlich auch ein schönes Wort. Das WOHN ist eine Geburt im Meer. Ich habe jetzt aber absichtlich die Küche genommen, weil den Zustand, den du zurzeit hast, den du dir ausdenkst, mit dem du konfrontiert wirst, ist eine entscheidende Wende in deinem Dasein. Ich betone von vornherein, oberflächlich betrachtet wird das Leben weiterlaufen, wie auch immer. Aber du kannst jetzt eine Weiche stellen. Aber die wirst du nur richtig
dich nicht entscheidest, ob rechts oder links richtig ist, dann kommt man die Sache mit den Verschwörungstheoretikern, mit der Pharmaindustrie, all das, diese Lügengebäude, wo ich dir sagen kann, eventuell aus erster Hand, ich mache mal ein Musterbeispiel, sage jetzt immer wieder ganz, ganz bewusst, Krankenhaus, jetzt rede ich ganz kurz als Udo. Meine Frau arbeitet im Weißenbrücher Krankenhaus. Die müssen zurzeit zu Hause bleiben, die Ärzte und die ganzen Krankenschwestern sind auf Wartestellung, noch niemals, die seit 17 Jahren im Weißenbrücher Krankenhaus, noch niemals war das Weißenbrücher Krankenhaus so leer wie zurzeit. Ich sage ganz nebenbei, im Weißenbrücher Krankenhaus liegen zurzeit Kleinstadt doppelt so viele Corona-Fälle wie im Großklinikum Nürnberg. Ich benutze jetzt die aktuellen Zahlen aus der Tageszeitung. Das klingt jetzt sehr, sehr schlimm. Im Weißenbrücher Krankenhaus liegen nicht einmal 10 Mann. Aktueller Stand im Großklinikum Nürnberg liegen 4 Corona-Patienten, laut Nürnberger Nachrichten. Jetzt ist wohlgemerkt, wir lesen was und wir denken uns was aus. Es ist ja so, es wurden Betten freigeschaufelt. Das Erste, was jetzt schon hochinteressant ist, weil nämlich hier verboten wurde, alle Operationen, die nicht wirklich wichtig sind, abzustellen. Die letzten Monate, seit der neue Krankenhausdirektor da ist, hat sich hier die Bettenzahl, die sind auf 3 Monate sind die ausgebucht gewesen. Seit die diese Operationen zurückstellen müssen, die nicht mehr nötig sind, ist das Krankenhaus leer. Die Ambulanz ist leer. Die haben, sind Schlange gestanden in der Ambulanz, weil die Leute nicht, die Zombies, wie ich das sage, nicht zum Hausarzt gehen wollten. Welch einen kleinen Fingerschnitt, wenn sie sich schneiden gehen, sind die Ambulanz ins Krankenhaus, was dem Krankenhaus natürlich alles recht ist. Und zurzeit ist es so, man macht ja Kapazitäten frei in dieser Panik, die man sich selber einredet. Und ganz wichtig bei Holofilling, ich sage jetzt nicht, diese Corona-Hysterie ist richtig oder die verkehrt. Das ist eine qualitative Bewertung. Ich sage immer wieder, schau, was jetzt da ist. Jetzt im Moment zum Beispiel. Einfach nur ein Computer mit einer Lautsprecherstimme. Du lebst massiv in der Welt einer Interpretation. Und du bestimmst, wie die Sachen sind. Wenn du an Politiker denkst, bestimmst du, ob das gute oder schlechte sind. Nicht der, den du dir ausdenkst, der hat überhaupt keinen Einfluss drauf. Um das einmal klar zu machen. Und solange du in dem Größenwahn lebst, dass du meinst, du bist da schon geheilt davon, wenn du wirklich dich beobachtest, wirst du merken, du lebst vollkommen noch in diesem System der Einseitigkeiten und vertrittst einseitige Standpunkte. Du bist noch weit davon entfernt, wirklich die Mitte zu sein. Die bist du zwar, aber du hast es vergessen, weil du noch in dieser Welt der Personifizierung lebst, was auch vollkommen okay ist. Ich sage immer wieder, das lass mich unangetastet. Aber du wirst merken, dass deine ganzen Werturteile entspringen aus deinem fehlerhaften blauen Ich. Und wir machen jetzt ganz einfach einmal dieses Spiel. Wir schauen uns einmal das hebräische Wort für Küche an. Okay. Und da ist jetzt natürlich schon interessant, wenn wir jetzt hier ein bisschen, ich sage das ganz einfach mal dazu, wir haben jetzt hier die ersten 2 Buchstaben, das ist jetzt einmal zuerst der Knochen, da ist im Hintergrund die Küche, das Kochen mit insgesamt. Das Kochen hat ja immer zu tun, zuerst einmal mit den Magairos, wenn ich jetzt reingehe in die Magie, die Zauberei, die Gaukelei, das ist die Mag, diese Radix-Magie. Ein künstliches Mittel. Bezaubern, betrügen. Diese ganzen Sachen bin ich viel darauf eingegangen, dass das Wort Magie und Kochen zusammenhängt. Okay, wir haben hier zuerst einmal dieses Bi und dann kommt ein logisch aufgespanntes Licht. In mir ist ein logisch aufgespanntes Licht. Das ist etwas, was du kochst. Wir können uns einmal das logisch aufgespannte Licht allein anschauen. Dieses Shinwaf L. Du wirst merken, wo das hinführt. Das ist ein Zaum. Das heißt, in mir ist ein Zaum. Das, was dich einzäumt, das nennt man auch einen Rand. Siehst du das, Redo? Ja. Und jetzt ist es blau gelesen, ist das erste Mal ein logisch aufgespanntes intellektuelles Licht. Rot gelesen wäre es jetzt, in mir ist der Logos, das im Geist verbundene Licht. Ich nenne das immer die Lampe im Projektor. Du lebst aber noch in dem Licht, das das blaue Ich in dir aufwirft. Und das ist praktisch zwangsläufig dieser Saum, die raumzeitliche Schöpfung ist eine aufgespannte Gestaltwerdung und das ist immer, diese berechnete Schöpfung ist immer eine existierende Öffnung und das ist ein Hin- und Herschwingen, das sind deine Gedankenwellen.
Okay? Ja. Wir gehen da mal eins weiter. Das nächste Wort für Küche. Das beginnt wieder mit B. In mir. Und jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns das einmal. TM. Schauen wir uns das einmal an. Die Erscheinung einer gestaltgewordenen Spiegelung. Das ist jetzt ein Zusammenbruch, ein Kollaps. Jetzt, wenn wir das rot lesen, heißt es nicht zusammen im Geist. Ja. Und da passiert jetzt ein Kollaps. Dieser Kollaps, dieser Zusammenbruch ist die Frage, lasse ich was im Negativen zusammenbrechen oder im Positiven? Wenn ich die ganzen Wellen zusammenbrechen lasse, gehen die wieder in der Mitte. Dran denken, unsere Welle fällt wieder zusammen. Dann ist es wieder das immer da seiende geistige Meer, das jetzt wieder sich neu, neu, neu sein, wieder eins macht. Ja. Gut? Ja. So. Wir können natürlich das eins weiternehmen. DB, Chat. Die Sachen kannst du selber durchschauen, wenn du magst. Dann haben wir nochmal eins. Küche ist auch eine Speisekammer. Müssen wir uns die Radix einmal anschauen. Da haben wir die Speisekammer einzeln, die Nahrung. Ganz wichtig, das nahezu selbe Wort heißt Alimente. Das heißt, mein Gott sorgt für das Manna meines Wachraums. Da ist doch irgendwas, wie ich die aus Ägypten rausführe. Was soll uns am Leben erhalten? Das Mahn. Das ist dieses Mahn, das Himmelsbrot, übersetzt es Luther. Da kommt jetzt lateinisch Mensa, das kann man sich alles durchlesen, wenn du das noch, wenn es dich interessiert. Grundradix, ohne das N, immer die Grundradix anschauen, das ist jetzt eine gewisse Art, eine Gattung, die in dir entsteht. Okay, und jetzt haben wir da nochmal ein schönes Wort, das haben wir da oben schon mit drin, das ist das Blutbad. Blut, Belud, wie es mal heißt, in eine Hülle stecken. Und das ist die polare Öffnung. Das sind deine Gedankenwellen. Die Schlachtbank. Dieses Schlachten führt dich dann zu Korban. Das ist das Opfer. Und ich habe mehrere Male angefangen, du musst anfangen, was zu opfern. Einstellige Meinungen. Immer an den Stecker denken. Nicht sagen, das will ich oder das will ich, sondern irgendwann einmal sich bewusst machen, was ist die heilige Mitte von allem. Das ist der Punkt in dir drin, aus dem alles entspringt. Das ist all. Dieses Nichts, aus dem das alles aufgeworfen wird. Ja. Und verlang das bitte nicht, dass das irgendein Gedanke von dir versteht. Ich sage nicht wieder dazu, es geht hier um den Menschen oder den Menschen, blau gelesen. Mich interessiert nur, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt den Udo. Und zudem sage ich, ich bin du. Ich denke mir jetzt den Udo aus. Bist du schon ich? Ich denke mich dich aus und alles andere. Und dieses Spiel, wo jetzt abgeht, ist immer wieder dasselbe Spiel. Es wiederholt sich, es ist Sodom und Gomorra ohne Ende. Die wird immer mehr im Meer, wenn du wirklich immer bist. Und immer ist nur Geist rot geschrieben, Bewusstsein rot geschrieben, Energie rot geschrieben, habe ich so oft erklärt. Dieses Nicht-Denkbare, das Nichts und alles gleichzeitig ist. Das ist das große Geheimnis. Es geht nicht darum, nichts zu werden und es geht nicht darum, alles zu werden. Das Wellenbeispiel ist unendlich tiefgreifend. Die Sache mit den systemrelevanten Parametern. Wenn ich immer wieder sage, um einen Berg zu sehen, ich nehme mal einen ganz normalen Erdhügel, HGL, einen Erdhügel. Um einen Erdhügel zu sehen, brauche ich zwangsläufig drumherum die Tiefe. Das ist ein symbolisiertes Wellental. Das Wellental als Ding an sich ist eigentlich nichts. Aber ohne dieses Nichts, und ich nenne es einen nicht relevanten Parameter, wird es den Berg nicht geben. Das ist das letzte Selbstgespräch, wo ich dann nochmal darauf eingegangen bin, dass du, wenn du ein roter Automatismus werden willst, ein Automobil, ein roter Selbstbeweger, ein bewusster träumender Geist, der sich in sich selbst in Bewegung setzt, ohne sich einen Millimeter von der Stelle zu bewegen. Das ist Bewusstsein. Dann bewegst du dich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt letztendlich, dass jeden Gedanken, jeden Moment, den du denkst, ist jetzt.
Wenn es noch nicht klar sein sollte, ich sage das nochmal. Dass also diese Schichtung, du schaust optisch eine Seite an, wo auch Worte draufstehen. Die sind also jetzt, versuch die gleichzeitig auszusprechen. Okay, jetzt fokussierst du ein Wort an. Du kannst ein Wort aussprechen, sag ich Pustekuchen. Ich schreibe ein Wort, ein längeres Wort, ich sage jetzt einfach mal Wassermelone. Übrigens ganz, ganz bewusst nenne ich dieses Wort. Dann wirst du feststellen, jetzt hast du Schriftzeichen da. Du kannst zwar das Wort Wassermelone aussprechen, aber du hast wieder ein Abrastern, weil du letztendlich eigentlich im Jetzt bloß ein Wechsel was du wieder in die Länge ziehst, was genau genommen im Jetzt immer gleichzeitig ist. Das ist dieses klassische Phänomen der Datei im Hintergrund, die sich nicht verändert mit den Filmen. Wenn du das wirklich verstanden hättest, hättest du mit nichts und niemandem mehr ein Problem. Jetzt schau mal, ob du mit irgendwas noch Probleme hast, die sich wiederholen. Immer dran denken, das Problem ist das Vorgelegte. Es ist das von dir Ausgedachte. Jeder Gedanke von dir ist dein Problem. Du legst es dir selber vor dich hin. Aber der Witz ist, dass mit dem nächsten Gedanken dieses Problem schon wieder nicht zerstört wird, sondern sich umformt, wie unter 200 Gramm rohe Knete. Und du wirst jetzt feststellen, wie du Freude hast, wenn du im Internet zum Beispiel surfst oder Zeitungen lesen tust, wie du wirklich nach wie vor sympathisierst an Einseitigkeiten und dir so unendlich gescheit vorkommst. Weißt du, dieser Frevel, wo ich jetzt letztens hatte, dieser kleine Satz, wenn ich darauf hinweise, dass er wieder einseitig ist, ich mache jetzt unser Krause und Konsorten, die sofort in eine Verteidigungsposition gehen und dann hier wieder herablassend werden, weil sie das eben nicht wissen, dass ich letztendlich immer einen Heilungsprozess einrode und kein Ego in meinem Hintergrund steht, das hier sich verteidigen will. Es ist der große Unterschied jetzt, wenn ich unseren Chat wieder nehme, muss man natürlich in dem Chat sein. Das sind jetzt diese berühmten 100 Affen oder etliche mehr. Da merkst du eine Qualität in den Einträgen, steigert sich die letzte Zeit extrem die Qualität. Bei einigen Einträgen, wo sich die Qualität steigert, aber dann kommt halt wieder dieses geistlose Geschwätz dazu. Wobei ich als geistloses Geschwätz nicht unbedingt einen humorvollen Eindruck mache. Das ist sehr inspirierend. Der Humor ist nämlich, wie ich schon immer wieder erkläre, eigentlich, dass du aus einer normalen logischen Spur herausgerissen wirst und plötzlich die Pointe, wenn kommt, kommt etwas, wo du überhaupt nicht damit rechnest und das erzeugt in dir Lachen. Humor baut eigentlich auf Sachen, wo deine Logik im ersten Moment gar nicht draufkommt und genau diese andere Perspektive, in die du hineingerissen wirst, ist Freude. Und die absolute Freude ist, dass du wirklich jetzt in der Lage bist, alles um 180 Grad zu drehen. Dass du genau merkst, dass die Kehrseiten, die dein normales Alter-Ego dir vorschreibt als richtig, dass das das Gefängnis ist und dass genau diese Kehrseiten, über die du dich immer noch aufregst, und das passiert auch in der Regel extrem unbewusst. Das heißt, dass du, ich sage immer wieder, beobachte dein Wertesystem, wie einseitig du noch reagierst. Wie einseitig du sympathisierst. Ich benutze mal dieses, an dieser Einseitigkeit mitleidest. Hör auf, mit irgendjemandem, mit irgendeiner Denkartweise zu sympathisieren, die einseitig ist. In dem Moment, wo du mit der Mitte, mit dem Heiligen Ganzen, wie drücke ich jetzt sympathisieren, kann ich nicht sagen, weil dann leidest du nicht mehr. Dann bist du nämlich heil. Ich kann nicht sagen, wenn du mit der Mitte sympathisierst, weil dann ist es schon wieder eine ausgedachte Mitte. Man wird sehr vorsichtig, wenn man dieses System einmal im Hinterkopf hat. Dieses Verrücktmachen. Und es ist nur angelesenes Wissen. Klingt mich aus. Wir haben sowieso, Redo, ich sage dann gleich Tschüss, das wollte ich eigentlich bloß nochmal erwähnt haben, weil es wird einiges passieren in deiner Welt. Und wir sehen uns dann. Bis gleich.